Hallöchen. Ja. Willkommen zum Video. Ich habe für euch ein Video. Und wir basteln heute. Ja, wir basteln heute mal wieder. Was ich genau mache, habe ich noch nicht überlegt. Ehrlich gesagt habe ich auch gerade meine Liste hier nicht zur Hand. Das sind alles angebrochene Stickers, die wollen mal langsam mal aufgebraucht werden. Und meine Netzsteine. Genau, und ich möchte so ein bisschen was verbrauchen. Deshalb werde ich jetzt erstmal gucken, was ich bastel. Aber ich habe mir jetzt doch etwas entschieden. Wir basteln Memory Decks. Wir basteln Memory Decks. Ich suche mir mal kurz die Stanzen. Dann geht's gleich los. Bis gleich. Nach dem Suchen. Ich werde heute den Cardstock verbrauchen und werde das mit der Knallmaschine machen. Wir werden, denke ich mal, 6 Stück machen. 6 Stück, das sind okay. Dann habe ich mal 3 Papiere verbraucht. Zwei kriegst du aus einem Blatt. Ich weiß, hier sieht es echt Chaos nicht aus, weil ich in der letzten Woche von meinem Urlaub relativ war. Morgen beginnt wieder der Alltag. Aber ich hoffe, wir wollen für euch ein Kreativvideo noch bringen. Es werden heute auch 2 Videos von mir kommen, weil ich habe ein großes Craft-Update. Denn ich habe 3 bis 4 Bücher gemacht. Das 4. mache ich jetzt gleich. Also ein Kreativbuch.
ich nochmal langsam das Bastelzimmer in Ordnung kriegen. Deshalb wird ihr wenn ich es schaffe, produziere ich heute auch noch ein paar Videos für die nächsten Tage. Mal gucken. Ich habe es ja wieder angekündigt, dass ich mich ja nicht mehr stressen lasse. Und jetzt stanze erstmal eine Runde. Das liegen wir zurück. Ich gucke jetzt mal meine. Ich gucke jetzt ist meine Design. Ich habe hier Restkiste, die hat sich nicht auch wieder ordentlich gefüllt. Na. Ich bin mal wieder total unvorsichtig und ihr seid fast weg gewesen. Manchen Papierstück hat man nur eins, sind nicht beide jetzt. Das heißt, ich muss immer mal wieder Kartenvideos machen. Thank you.
schon du bestandst, aber das ist mir auch. Solche wie das war. Erstmal normal, dass man erstmal die Vorbereitung trifft. So. Jetzt, ich sehe, was ihr seht. Habe ich jetzt euch mal runtergefahren. Ich mach das mal eben und ich klebe das Designpapier einmal auf und dann bin ich gleich wieder da. So. Sprüche habe ich auch schon rausgesucht. Und auch schon mit Formpads beklebt. Ich nehme die jetzt. Die Kiste wird auch leerer, das ist doch super. Ich habe noch viele Sprüche auch noch zum Ausstanzen. Vielleicht machen wir das ja auch mal demnächst, wenn die leer ist. Gute Sprüche da zusammen tun. Ich muss sowieso aussortieren, weil da nämlich auch Sachen drin sind, was ich nicht benutze. Die muss ich dann verpacken. Was übersehen, der ist gerade runtergeflogen. Was übersehen, das hat mir normal bei das zu tun. Das ist schmal. Das hätten wir. Jetzt nehme ich mir einfach Sticker.
zeige euch gleich nochmal eine Nahaufnahme. Ersten Bogen haben wir durch. Der zweite Bogen wird auch gleich leer sein. Ich habe gehabt, Kinder zum Basteln hier. Meine Mutter. Und ja. Haben wir gesagt, okay, wo war der Bastian? Hast du was? Ja, dann haben sie den anderen brauchen. So, ich hole euch gleich nochmal her. Dann könnt ihr die nochmal von da ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, bis dann. Ciao, ciao.